Willkommen zu Frequent Traveler TV und wie ihr seht, ist auf meiner, ach nee, andere Seite, auf meiner linken Seite, heute, nee, auf meiner rechten, auf der linken Seite, so ist das, ist Freddy. Wir haben uns zusammengefunden zu dem neuen Format, Vielflieger 360 Grad sollten wir die Folge nennen, also diese Serie, die wir machen, Freddy, was hältst du davon? Finde ich eine gute Idee, ein Rundumblick um die Themen der Luftfahrt. Finde ich auch. Und vor allem, wir beleuchten ja quasi alle Bereiche, dadurch, dass du ja natürlich der Spezialist bist für die Kabine aus der Sicht der Sicherheit der Cabin Crew. Ich bin der Spezialist als Kunde und Opfer an dieser Stelle. Und damit haben wir wirklich alle Blickwinkel abgedeckt, außer Cargo, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das interessiert uns ja auch nicht. Wenn ihr Cargo mögt, schreibt unten. Ich habe Cargo immer gemocht, denn Cargo motzt nicht, Cargo kotzt nicht. Aber das ist ein alter Klassiker, wenn man beim Lufttransportgeschwader 62 Wunstorf Lute war. Ja, heute haben wir Themen für euch rausgesucht und diese Themen haben es in sich. Es geht hier nämlich knallhart um Service und zwar um Dine on Demand. Und das andere Thema ist, ich muss gerade nochmal schauen, ja, ich habe es richtig gelesen, ich habe es nicht vergessen, Lufthansa, die Special Meals werden, ich sage jetzt mal, eine Belastung für die Crew. Womit wollen wir anfangen? Ja, Special Meals ist tatsächlich je nach Strecke, ich sag jetzt mal, gerade nach Indien gibt es relativ viele Special Meals. Kann das ein oder ist es ein riesen Mehraufwand? Denn ja, Gäste bestellen sich ja ein Special Meal mit der Intention, dass sie entweder das normale Essen nicht essen wollen, können, dürfen. Und dementsprechend ist es halt umso wichtiger, dass auch wirklich dieses bestellte Sonderessen zum einen an Bord ist und auch zum Gast kommt. So, und da gibt es halt eben die Besonderheit, diese Essen müssen einzeln verteilt werden. Das kostet natürlich Zeit, ja, ne? Wir müssen den Gast ausfindig machen. Es kann ja auch mal sein, dass der Gast sich aus irgendeinem Grund dann vielleicht umgesetzt hat, gerade in der Economy Class. Und wenn du dann wirklich eine große Anzahl an Essen hast, dann kostet das eine Menge Zeit. Manchmal wissen die Gäste selber gar nicht, dass sie das bestellt haben oder haben es vielleicht vergessen. Und dann entstehen dann nochmal Rückfragen. Also das kann wirklich schon sehr, 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 sehr aufwendig sein. Vergessen, dass sie es bestellt haben. Ist das das, woran du anspielst, dass Leute vielleicht auch ihren Filekey oder ihre Buchungsnummer oder wie auch immer vielleicht ein bisschen mehr mit Sorgfalt benutzen sollten, damit Leute nicht anfangen, da irgendein Späßchen zu machen und dann ein Koscher-Meal zu bestellen oder so? Ist mir jetzt nicht bekannt, aber wer hätte natürlich auch was, ne? Also, aber es gibt tatsächlich welche, die oder Firmen oder Partner oder wer auch immer vielleicht die Flüge buchen und das dann mitbestellen und dann wissen die davon gar nichts und dann stehen wir manchmal da und sagen, ja, wir haben jetzt eigentlich das Essen für sie, denn die Essen in der Economy sind ja auch abgezählt und nicht immer bleibt da noch wirklich was übrig dann, ne? Was ist denn der Klassiker? Was wird denn am meisten genommen? Veggie-Meal, Koscher-Meal, Non-Fish-Meal, Gluten-Free, genau. Geschmackslos? Genau. Genau das. Genau das sind eigentlich schon diese Top-Klassiker. Okay. Vegetarisch, vegan, Koscher, sowas und Gluten halt, ne? Ja, gut, woher wusste ich das denn schon wieder? Ja, ich habe das, war es im Aero-Telegraph oder wo ich das gelesen habe? Die haben gesagt, es soll da wohl Flüge gegeben haben mit bis zu 190 Special Meals. Das muss wohl im 380er oder so gewesen sein, ne? Also 190 über alle Klassen, ja, hinweg. Ja. Erklär uns doch mal, was macht ein Special Meal, abgesehen davon, dass es ein Spezialessen ist, für euch als Crew Special Meal? Also das heißt, welchen Arbeitsaufwand habt ihr mit so einem Special Meal von der Anlieferung bis zur Auslieferung an den Passagier? Also, dass man sich da mal so Gedanken macht, wie da der Ablauf ist. Wenn ich das jetzt mal mit dem normalen Economy-Essen jetzt als Beispiel vergleiche, die normalen Economy-Essen, wir gucken, wie viele müssen wir an Bord haben, wir checken, dann haben wir so und so viele, wir machen die Essen warm, gehen durch die Kabine und verteilen das Essen und dann sagt uns jemand, was er haben möchte und wenn es irgendwas. Und vielleicht will er ja, weiß ich nicht, die vegetarische Variante und dann müssen wir halt gucken, ob wir die noch irgendwo ausfindig machen. Soweit, so gut. Bei den Special Meals ist es so, wir wissen vorab,
wie viele Sonderessen erwarten wir. Wir haben dann bei uns auch die genaue Kennzeichnung der Sonderessen. Also jedes Special Meal hat eine extra Kennzeichnung, die muss man sich merken. Wir haben aber auch ein Glossar, wo man halt nachschauen kann, weil das sind so viele Kürzel, ganz auswendig geht es dann manchmal nicht, aber so diese Standardsachen wie vegan und so, das erkennt man dann recht schnell. Die Sonderessen sind oftmals ein bisschen anders bepackt und dann steht auf dem Sonderessen drauf, was das für ein Sonderessen ist. Dann gibt es von Airline zu Airline Unterschiede. Die eine Airline hat das Glück, dass da vielleicht sogar der Gast draufsteht mit der Sitzplatznummer, dann ist alles easy. Bei den meisten Airlines ist es nicht der Fall, dann musst du wirklich den Gast raussuchen auf deiner Seatmap inklusive Namen und musst dann wirklich immer einzeln mit dem Tablett dann zu dem Gast gehen. Ja? Du kannst ja nicht dann den ganzen Card machen und dann durch die Kabine gehen. Du musst das wirklich einzeln machen und das raubt natürlich sehr viel Zeit und bringt natürlich auch so ein bisschen Unruhe dann auch durch die Kabine. Du sagst, dass man quasi den Passagiernamen nicht auf dem Meal hat. Das heißt also, wie ist denn das jetzt zum Beispiel bei Hansens? Ist das da dann so, dass du siehst Special Meal und dann musst du halt gucken und den Gast suchen, der das hat? Oder also, das Genau, ist ja komplett. genau richtig. Also das heißt, du hast da so ein, ich glaube, VGML ist Vegan Meal, ne? Genau, ich So. habe auf der Seatmap steht, also auf der Seatmap steht zum Glück drauf, wo dieses Special Meal hingehört. Auf dem Special Meal selber, auf dem Tablett, oben auf der Kennzeichnung, da nicht. Da steht nur drauf, dass es ein Special Meal ist. Und das heißt also, und das muss dann von Hand geliefert werden und das wird auch ausgeliefert, bevor alle anderen Essen kriegen, richtig? Genau, auch das ist Airline-Philosophie, das kommt drauf an. Bei uns ist es so, dass die Sonderessen nach Möglichkeit immer zuerst rausgehen sollen, weil es einfach ein gewisser Mehraufwand ist. Und je nachdem, was für ein Sonderessen das ist, muss es ja auch sondermäßig behandelt werden. Es gibt Essen, die dürfen ja vorher nicht geöffnet werden, die sind versiegelt. Das muss alles vorab geschehen. Und deswegen ist da auch eine gewisse Sorgfalt gefragt oder auch, wenn es wirklich um Allergene geht, dass wir da ja nicht irgendwelche Essen vertauschen, ne? Ach so, das heißt also, du musst, also das, ich sage, Koscher-Essen ist, glaube ich, eins, das verschlossen ist, ne? So, das heißt also, du tippelst dann mit dem Koscher-Essen zu dem Gast und machst das dann vor dem Gast auf oder macht er das selber auf? Der Gast macht das selber auf. Okay, aber das ist, ja, ich stelle mir das jetzt einfach mal bildlich vor. Ich sage jetzt mal, du hast 190 Special Meals, ja? Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, das sind nur 120 in der Economy Class, ja, im 380er. Das heißt, da muss 120 Mal durch die Kabine gerannt werden. Ich meine, du kannst natürlich, keine Ahnung, wenn du jetzt 20 Mal vegan hast oder sowas, ne? Dann kannst du natürlich in eine Box tun und kannst dann die Sitze und Reihen abklappern. Du hast da ja deine Seatmap, aber du musst ja wirklich merken, wo warst du schon, wo musst du noch hin, ja? Das hört sich ganz einfach an, aber wenn du dann da so einen Stress hast, dann quatschen dich die Leute vielleicht noch an, wollen irgendwas, haben Durst oder so. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wie man denkt. Und dann die andere Situation, die ich mir halt krass vorstelle, ist, du kommst dann mit deinem Special Meal da an, schwitzt da vor dich hin, bist froh, dass du jetzt deine 138.000 Meals da unters Volk gebracht hast und kommst dann bei einem Kollegen an, der sagt, habe ich nicht bestellt. Genauso, genau das, richtig, genau. Und da musst du dann nachfragen, haben Sie was anderes bestellt oder wissen Sie einfach nicht, dass Sie was bestellt haben? Ja, das sind so diese klassischen Fragen und manchmal wissen die Leute das tatsächlich einfach gar nicht, dass es bestellt wurde. Entweder haben sie es halt vergessen oder jemand anders hat es gemacht oder es ist aus Versehen passiert. Okay. Und dann natürlich hast du auch die andere Variante, dass du ankommst und sagst, wo ist mein Hömmle-Bömmle-Mehl? Ja, genau, das ist richtig. Das haben wir meistens eher auf der Kurzstrecke oder bei ganz kurzfristigen Bestellungen. Das kann dann passieren, ist natürlich blöd dann, aber wenn wir es nicht an Bord haben, dann haben wir es leider nicht an Bord. Dann versuchen wir das halt irgendwie anders zu lösen. Wenn es jetzt nur ein vegetarisches Meal war, was bestellt wurde, ohne Allergen oder sonst irgendwas, dann findet man da schon einfache Lösungen. Schwieriger wird es, wenn es irgendwie wirklich ganz, ganz, ganz besonders ist.
Ich muss gerade an die Geschichte, ich weiß gar nicht mehr, welche Fluggesellschaft das war, wo die Dame einfach nur einen Teller mit einer Banane drauf bekommen hat und dann Vegetarian Meal. Ja, also ich weiß, wir haben auf der Kurzstrecke schon mal, da hatten wir das auch, da war das bestellt und ist halt nicht angekommen. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, irgendeine Flugstreichung, kurzfristige Umbuchung. Da haben wir, der Dame war das, glaube ich, was aus unserer Crewbox so ein bisschen zusammengestellt. Da haben wir Brötchen, da haben wir selber noch so Brötchen gehabt von der Business Class und hatten dann Butter. Sie sagte, Butter, warm, warmes Brötchen, Butter reicht, haben wir das so gemacht und das ging dann auch, ne? Aber ja. Ja, was ich spannend finde an der ganzen Geschichte, ist halt wirklich, wie komplex das dann noch am Ende des Tages ist, wenn man überlegt, es ist ja eigentlich, klingt simpel, ist aber dann halt wirklich ein logistischer Aufwand. Und vor allem, wenn man das dann, ich sag jetzt mal, skaliert, ja, bei 5 oder sowas hat ja keiner Problem mit, aber wenn das wirklich dann 190 sind oder schon alleine 100 ist ja schon viel, ne? Was war denn bei dir so der Rekord innerlich, wenn du dich so zurückerinnerst, wie viel Special Meals du ausgegeben hast? Also das meiste, was ich jemals hatte, was waren das? Es war, ich hatte immer Glück gehabt, also es waren bei mir jetzt nie mehr als 30, 35 Special Meals. Also es war auf jeden Fall nicht mehr. Also hatte ich echt Glück gehabt. Ich finde aber das schon viel, ehrlicherweise. Ja, klar, aber wenn man es jetzt nicht dauerhaft hat, also das ist wirklich die Seltenheit, gerade diese Zahl, also das ist wirklich die absolute Seltenheit, die du genannt hast, Gott sei Dank. Na, also Indien als Beispiel kann das gut vorkommen, aber da ich diese Strecken ja sowieso nicht fliege, bin ich Noch da nicht, du willst auf mittlerweile 380er. raus. Nee, nee, nee. Willst du nicht auf 380er gehen? Wollen schon, ja, so war der Plan im Sommer, aber da konnte ich ja nicht. Ach, Naja, nun Erinnerlich, gut. erinnerlich. Schade eigentlich. Ach ja, stimmt. Ja, sehr Ja. schade. Da war ja Ja, was, I ne? remember, I forgot about it. Ja, Ja, ich bin irritated, wie man so schön sagt in the English. aber 7 für Ja. 7 war mein Schulungsmuster, mein Erstschulungsmuster 2018. Die hat ja auch schöne Ziele. Richtig, richtig, richtig. Ja, wobei da ja auch klassischerweise jetzt wegen Cockpitmangel auch viele Flüge ausgefallen sind. Das war ja auch eine krasse Geschichte, muss man ehrlichkeithalber sagen. Gut, bist du dafür, dass man Special Meals limitiert oder gegen Geld in irgendeiner Art und Weise das macht? Weil ich hatte zum Beispiel unter den Kommentaren drunter gelesen, dass Leute sich Special Meals nicht ordern, unbedingt weil sie was als erstes essen wollen, sondern ein Kommentar, den fand ich eigentlich relativ einleuchtend. Wenn du wirklich viel fliegst, ja, und das Essen rotiert, glaube ich, alle 2 Monate, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, In der ja. Business Class meistens Ja. unterschiedlich, ja. Ja, so. Ich glaube, dann hätte ich auch, glaube ich, schon gefühlt, ab dem dritten Mal dasselbe zu essen innerhalb einer Woche schon einen gewissen Brechreiz. Also da würde ich dann auch auf ein Special Meal gehen, zumal die Absolut. angeblich mehr rotieren. Absolut, ja. Ich sehe es ja tagtäglich in der Business Class. Also irgendwann hängt es einem wirklich aus dem Hals heraus. Von daher kann ich das total verstehen. Ich bin aber, wie gesagt, so, wenn das Special Meal bestellt wurde und der Gast sagt, ich habe es aber nicht bestellt und ich habe aber jetzt nichts anderes und alles ist weg, ja, dann habe ich halt leider nur das Special Meal. Wenn noch genügend da ist, klar, dann gehen wir was anderes raus, keine Frage, ne? Aber ja, da kann ich dann leider nicht viel anderes machen. Letztendlich ist es gut, dass es das gibt, weil manche können gewisse Sachen nicht essen, wollen gewisse Sachen nicht essen. Wenn man es nicht kann, bin ich dafür, dass man nichts dafür zahlen muss. Wenn man nicht möchte, aus Grund, weil ich habe einfach Lust auf was anderes, also jetzt luxusmäßig einfach was anderes bestellen möchte, dann soll es schon gerne Geld kosten. Das, denke ich, ist ein gesunder Kompromiss, dass man das dann halt bei den Special Meals immer kostenfrei lässt, aber dann halt, wenn man solche Sachen wie bei den Singapore Airlines, Book Your Cook und solche Sachen macht, dass man dann natürlich zuzahlt, das finde ich auch eine richtig gute Sache, auch gerade in der First Class. Wenn du dann Lobster Thermidor haben willst oder sowas, dann musst du halt die Knete bezahlen. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir haben auch als zweites Thema direkt in diesem heutigen Themenbereich vorbereitet für euch das Thema Dining on Demand. Also das heißt, dass im Prinzip das Essen nicht ausgeteilt wird, so wie wir dann in den Flug kommen, wenn man zum Beispiel Los Angeles fliegt oder irgendwas, wo man eh vielleicht einen anderen Rhythmus hat, dass man vielleicht das Essen später will.
Ist das etwas, was du als kompliziert empfinden würdest, oder sagst du, ja, wir sollten das der First Class belassen, weil das auch eine Differenzierung im Produkt ist? Sowohl als auch, also insbesondere die Differenzierung des Produktes sehe ich da als ausschlaggebend. Letztendlich hast du ja in der First Class nie so viele Gäste, die du betreust, wie in der Business Class. Und da kann es durchaus natürlich äußerst kompliziert werden. Das hat auch was mit den Pausenregelungen der Crew zu tun, als Beispiel. Denn die Pause für die Crew beginnt dann, wenn der Service beendet ist. Wenn alles fertig ist, dann wird dann, sag ich mal, wenn es dann bis zum nächsten Servicegang irgendwie 5 Stunden Pause ist oder 6 Stunden dazwischen ist, wird dann die Pause durch zwei geteilt und dann die Crew durch zwei geteilt. Wenn dann jetzt nur noch, weiß ich nicht, eine oder zwei Kollegen in der Galley sind und dann, weiß ich nicht, recht viele Bestellungen auf einmal kommen, ist es logistisch einfach aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Also da müsste es auf jeden Fall einen Kompromissansatz geben. Ich finde das gerade so ein bisschen ja auch schwierig mit dem Essen. Also ich sag mal so, wann war das denn nochmal? Also ich erinnere mich irgendwann, dass du auch gar nicht, du musst halt im Prinzip jedes Essen ja warm machen. So. Heißt also, du hast einen Ofen und dann hast du ein Essen drin, das gerade warm gemacht wird. Dann kommt jemand anders an, dann hast du einen zweiten Ofen, der das Essen warm macht. Dann hast du jemanden, den dritten ankommt. So viele Öfen kannst du ja gar nicht an Bord haben. Und 96 Leute, glaube ich, sind in der Business Class in dem A380er. Wie viele Öfen hat man im 380er in der Business Class? 6, 7, 8 Stück, ne? Ja, mehr, mehr. Wie viele sind denn Business Class? Wie viele Öfen? Ich weiß, ey, es sind schon ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ich fliege in 380 nicht, deswegen kann ich es nicht Mhm. genau sagen. Ich versuche das gerade aus dem Kopf, aber kriegst auch gerade nicht zusammen. Aber jetzt gehen wir davon aus, du hast 20 Öfen, ja? So. So, dann haben 20 Leute den Essenwunsch haben und dann kommt der 21., dann muss er warten. Pech gehabt. Abgesehen vom Ich meine, es hat auch Energieaufwand. einfach, ja, es hat auch einfach was damit zu tun. Beispielsweise die Kabine wird ja irgendwann gedimmt, wenn es ein Nachtflug ist. Dann wollen die Leute vielleicht schlafen und dann hast du immer dieses Geraschen und der eine isst und dann hast du das Besteck und die Gläser und die Klappern und hier und da. Also mir als Gast würde es auf Dauer irgendwann tierisch auf den Keks gehen. Ich, aus meiner Sicht sollte es einfach eine Zeitspanne geben, wo man etwas bestellen kann, damit man auch einfach dann eine gewisse Ruhe reinbringt, weil man fliegt ja nicht nur Business Class, um den Komfort eines Sitzes zu haben, sondern weil man vielleicht auch mal Ruhe haben möchte, schlafen möchte. Und ich finde, wenn dauerhaft irgendjemand was bestellt, geht das irgendwann nicht, weil ich persönlich werde wach, wenn ich, oder ich kann schlecht schlafen, wenn ich merke, da ist Unruhe, da ist ständig Geraschel, das Besteck, also mich würde es tierisch nerven als Gast. Ja, das ist auch ein Aspekt, wo du recht hast, also dass dieser Lärm, der ums Essen rum ist. Viele sind ja auch über den Geruch dann auch. Es riecht ja auch, muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen. Das geht einem ja dann auf den Nerv. Und auch die andere Sache ist, wenn jetzt Dining on Demand ist, das ist ja auch nicht effizient. Also wenn man mal überlegt, das Ganze, auch wenn du nur 40 Sitze hast, das. Also ich bin da auch kein großer Freund zu von, obwohl man natürlich ehrlicherweise sagen muss, es würde mehr Kabinencrew gebraucht, das heißt, also es würde mehr Personal geben. Aber dann hast du auch wieder den Punkt, wo es kippt, weil dann stehen sich die 5 Leute in der Galley auf die Füße. Genau. So, also wollen wir keine Dining on Demand in der Business Class haben. Wobei ich manchmal Glück habe, aber das liegt wahrscheinlich an dem Hon-Sein, wenn ich sage, du, kannst du mir das Essen weglegen? Ich sage dir Bescheid, wenn ich Bock habe zu essen. Dann sagen die natürlich auch, okay, machen wir gerne. Aber da können wir auch nochmal einen Hinweis geben. Warum kann ich ein aufgewärmtes Essen nicht nochmal aufwärmen? Oder noch ausgeben, wenn es schon abgekühlt ist? Also uns wird immer gesagt, es hat Hygienegründe. Ja? Also sollen wir niemals machen. Ob es jetzt geschmacklich ein großer Unterschied ist, weiß ich nicht. Zu Hause wärme ich mein Essen auch auf. Manchmal schmeckt es besser, nicht immer. Aber wir sollen es einfach aus hygienischen Gründen nicht machen. Also das ist nicht der böse, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es ist nicht der böse Wille der Cabin Crew, die dann sagen, du hast nicht zur rechten Zeit gegessen, Popo fassen ist nicht, sondern es ist halt wirklich so, dass es von der Airline ist, weil man da
Angst hat, dass man sich den Magen verdirbt, was durchaus passieren kann übrigens. Also das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ist jetzt relativ unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit und das ist der Grund, warum es da kein Essen gibt. Aufgewärmtes nochmal. Ja, aber du hast es gerade gut gesagt, gerade bei Hons oder bei Senatoren, die viel fliegen. Also wenn man uns nett fragt, ist es meistens kein Problem. Es darf halt nie ausarten, wenn er mir die ganze Kabine dann ankommt, klar, ne? Aber ich meine, wenn wir 12 Stunden fliegen, wir haben dann teilweise auch mal Zeiten, 2, 3 Stunden, wo wir Galley Wache machen, wo wir auch nicht so viel zu tun haben. Da ist es kein Problem, wenn wir uns dann da, wenn wir da mal ein Essen fertig machen oder so. Also das ist, da, also daran scheitert es nicht. Aber auch hier wieder der alte Hinweis, höflich sein, man sollte so fragen, wie man selber gefragt werden möchte. Gut, wenn man jetzt auf dominante Sachen steht, sollte man das eventuell nicht fragen. Aber, wie heißt das so schön, wer zu anderen Zeiten was haben will, der sollte lieb sein. Und da können wir noch ein Thema reinschieben, schnell als drittes Thema. Und zwar, wie sieht das aus und vor allem, was sollen Passagiere, wenn die euch was an Bord mitbringen, Süßigkeiten oder sowas? A, sollen die das machen? B, was sollen sie bringen? Und C, wie sollen sie es am besten anstellen? Also es ist üblich, dass wenn Airliner fliegen, nicht nur direkte Kollegen, sondern auch von anderen Airlines an Bord sind, dann ist es eigentlich gang und gäbe, dass man denen eine Kleinigkeit mitbringt, einfach irgendwie ein paar Süßigkeiten oder so. Ist jetzt natürlich nicht verpflichtend, aber es ist immer eine nette Geste, weil man sich damit auch gleichzeitig bei den Leuten vorstellt und sagt, ich bin XY, ich sitze da und da, wenn was ist, meldet euch. Dass jetzt, sag ich mal, normale Gäste an Bord kommen und was mitbringen, habe ich jetzt so noch nicht erlebt. Ist mir jetzt auch nicht bekannt. Wenn jemand das tun möchte als kleine Geste, dann sollte man auf jeden Fall auf Alkohol verzichten, weil das ist ein absolutes No-Go. Ja, ich muss da lachen, weil das erinnert mich an einen alten Kameraden bei der deutschen Luftwaffe in Wunsdorf. Der Name ist ja mittlerweile verjährt, weil so lange wie ich da weg bin. Er sagte, du willst gar nicht wissen, wie ich nüchtern fliege. Und er meinte damit nicht auf leeren Magen. Also das ist ja, gut. Also ich persönlich bringe den Crews auch manchmal was mit. Auf jeden Fall immer, wenn ich ID fliege, also das heißt auf Airliner-Tarif, einfach aus Höflichkeit heraus. Und da ich immer als meistens als Fremder fliege, das heißt also, ich kann ID fliegen über einen Kontinent der LOT oder über Finnair. Und bringe ich es einfach mit, weil es einfach der Höflichkeit entspricht. Und das andere ist halt wirklich ein guter Weg, um auf sich aufmerksam zu machen in einem positiven Sinne. Weil du kannst ja vielleicht auch nochmal, da kommen wir wieder von 100, und das ist ja immer das, was top passiert, kannst ja vielleicht nochmal zu dem Thema Buddy oder erzählen, wo du dir halt jemanden raussuchst, der im Fall eines Falles dein Buddy, dein Freund ist, der dich unterstützt. Und dass das Geschenk, das eventuell etwas beschleunigt, dass du weißt, wen du in der Kabine ansprichst, wenn du Hilfe brauchst. Zum Beispiel, auch da haben wir bei Lufthansa das große Glück, dass wir auf der Seatmap, dass für uns erkenntlich ist, ob irgendwelche ID-Reisenden dabei sind, egal ob es eigene sind oder von Fremd-Airlines. Aber das hat nicht jede Airline und da ist es wirklich eine gute Möglichkeit. Und dann stellen sich die Leute vor, sagen, ich bin der und der, sitzt da und da mit der und der Funktion. Wenn was ist, meldet euch. Und dann können wir auf Zack immer reagieren und zu den Leuten hingehen, was super hilfreich ist. Denn wir brauchen im Notfall, sag ich mal, Assistenten für unsere Türen im Falle des Falles oder sollten wir nicht einsatzbereit sein. Und da ist es halt wichtig, dass wir direkt jemanden finden, denn Zeit ist kostbar in einem Notfall. Ganz genau. Bevor wir die Sendung wieder in die Länge ziehen und ich den Knopf gefunden habe, wo ich wieder neben Freddy bin, sage ich einfach an dieser Stelle danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV Flieger 360 dabei wart. Wir haben heute fast 4 Themen wieder durchbearbeitet, obwohl wir nur 2 machen wollten. Da sage ich doch danke und wir werden die Serie ein bisschen mehr intensivieren. Deshalb nehmen wir heute auch mehr Folgen auf. Ich spoilere das einfach mal.
Wer Kanalmitglied ist, kann diese Folgen früher sehen als andere Mitglieder. Also insofern da Kanalmitgliedschaft dran denken und uns unterstützen. Und wenn genug Leute Kanalmitglied werden, werden Freddy und ich zusammenfliegen und da ein Flugreview draus machen. Und es wird eine Fluggesellschaft sein im ersten Moment, die wir beide nicht normalerweise wählen würden. Ganz genau, ja. Ich weiß natürlich komplett, wovon du redest und stimme dir zu 100% zu. Ich hatte gesagt, was ist eine Fluggesellschaft, die im europäischen Raum, die du nie fliegen würdest? Pegasus. Das ist hart, was du da gerade sagst. Ich hatte eher an Ryanair gedacht, also ich wollte nicht ganz an Körperverletzung ran, aber, aber Pegasus, ja, Pegasus können wir machen. Also. Ich muss ja durch meine Lauda-Zeit bin ich ein bisschen Ryanair geschädigt und bin also zwangsmäßig mit denen schon geflogen. Von daher, aber Ja. Pegasus ist eine Airline, mit denen würde ich nie freiwillig fliegen. Außer ich wäre wirklich in Lebensgefahr und möchte schnell nach Hause. Ja, also wer diesen Flug uns ermöglichen möchte, und kann uns Bitte sponsoren nicht. und dann werden wir zusammen mit Freddy und ich mit Pegasus fliegen. Und der den Flug sponsort, fliegt mit. Dann fliegen wir zu dritt. Wir nehmen eine Reihe und als besonderes Bonus-Incentive gebe ich euch, ich werde in der Mitte sitzen. Scheiße. Ich möchte anmerken, ich bin nur 1,64 klein und selbst für mich wird es wahrscheinlich schon zu eng sein in dem Flugzeug. 2 Meter 1, 1,64. Du kannst entscheiden, ob du das haben möchtest. An dieser Stelle sagen wir einfach Winke, Winke, geben euch den Abspann für die heutige Sendung. Und ich bin freudig erregt. Also viel Spaß und wir nehmen jetzt die nächste Folge auf. Also bis dann, ciao. Thank you.